Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Path of Exile. Wir sind in der letzten Folge hier bis zur Ancient Pyramid, zu diesen Stufen gelaufen. Jetzt gehen wir direkt mal hoch. Auf geht's. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hier haben wir nix. Da ist auch nix. Erstmal keine Gegner, was ist denn los hier? Bin da schon total scharf drauf. Oh, da, der erste. Und gut, dass er da weggegangen ist. Ah, geh mir doch aus dem Weg. Mann, ey. Nerv nicht. Lass mal das Ding zerstören. Oha, noch eine Natter. Oh ja, hier kommt jetzt Nattern. Muss ich auch noch etwas mehr aushalten. Oh oh. Könnte hart werden hier. Aber die haben zumindest kein Schild. Ich frag mich gerade, ob wir hier schon mal waren. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich meine nein. So weit waren wir, glaube ich, echt noch nicht. Also ich war, glaube ich, also ich war definitiv beim Templer mal hier, aber der Witch noch nicht. Wo bleibt eigentlich mein Energy Shield? Nur mal so nebenbei. Ah. Siehst du schon besser. Ja, die Nattern gehen gut ab, muss man sagen. Pot und Barrels. Da ist nichts drin. Na, komm, so. Bam, bam. Nicht. Oh, wir könnten übrigens mal, weil ich das gerade gesehen habe, das Schild hier, wir könnten mal wieder verkaufen gehen. Oder sind wir jetzt, sind wir eigentlich schon Akt 3? Ne, Akt 2. Ich glaube, wir müssen echt erst das Shadow-Zeug hier zurückbringen. Oder was heißt zurückbringen, zurückdrängen. Damit wir in Akt 3 können. Das ist so meine Vermutung. Oh ne, hier sind wieder die hässlichen scheiß Schussviecher. Mich irgendwie an Pflanzen erinnern. Ich hasse die Dinger. Oh oh, zu viele, zu viele, zu viele. Das gefällt mir gar nicht. Den hier, mach mal den da. Oh Mann, ey. Wir brauchen echt Mana und zwar dringend. Ja, ja. Was hat denn der schon wieder für Special? 5 für Mana. Oha, der hat ein krasses Schild. Ah, ist auch ein Boss, okay. Lieber weg. Das ist nicht gut. Der geht mir zu krass ab. Jetzt brennt er endlich. Die Crit-Hits sind echt wichtig gegen so Bosse. Komm, 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 komm. Gleich haben wir ihn jetzt hat. Ey, das ist doch ein Witz. Braucht man so lange und dann droppt er so einen schwulen Close Helmet und das war's. Und dann auch nur Magic, was soll denn das? Oh Mann, ey. Mana, 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 Mana. Tribal Maul und ein Amulett. Das Amulett nehmen wir mit. Nimm das. Totem. I need more mana. Ich glaube, wir müssen echt hier auf unseren Wand zurückgreifen. Geht nicht anders. Oder hier auch wieder alle Sachen einzeln anklicken.
What the fuck? Alter, kam die Scheiße schnell. Krass. Oha, 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 oha. 1, 1, 1, 1, 1. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Energy Shield, wo bleibst du? Energy Shield. Ah! Mega Desync, Energy Shield. Energy Shield. Puh. Alter. Krass, scheiß Desync. So, gehen wir nochmal vor. Hä, ist es irgendwie jetzt schneller geworden, das Spiel? Oder? Ich verstehe es gerade nicht. Der kann nicht sterben. Other allies cannot die. Ah ja. Scroll of Wisdom. Die nehmen wir gleich mal mit. Und weiter geht's. Barrels. Ja, irgendwie haben wir gerade echt krasse Desync. Bam. Bam. Das. Ey, das sind echt keine guten Bosse. So, komm. Oh, geil. Chaos Orb. Schön rar. Also wenn es jetzt so bleibt mit der Desync, dann auf jeden Fall werde ich nach der Folge aufhören. Das kann ja nicht sein. So kann man einfach nicht spielen. Kann das sein, dass wir deswegen dann auch noch sterben und da habe ich keinen Bock drauf. Weil wenn wir sterben, gibt es halt weniger weniger Boni, glaube ich. So wie in Sacred. Immer ein Gegner nach dem anderen. So. Ja, geht doch langsam vorwärts hier. Auf geht's. Wenn wir nicht zu oft unseren Feuerball benutzen, dann geht es auch mit der Mana echt klar. Oh Gott, wieder voll daneben. Hallo? Meine Fresse, ey. Haben wir im letzten Wand-Hit gekillt. Was können die Pots? Die Pots können nix. Mal hier hochgehen. Hier haben wir nichts außer die Sachen hier. Auch nichts. Ja, wir gehen mal hier lang. Wir sehen ja, hier sind noch ein paar Gegner. Da waren wir schon. Definitiv hier noch nicht. Scheiß Nattern, ey, die regen richtig auf, weil wenn die einen mal richtig treffen, dann blutet man halt rucki zucki aus. Hier waren wir auch schon. Da noch nicht. Na, lass mich rein. Scheiß Totem. Ich glaube, so ein Totem müssen wir uns, also wenn es irgendwie geht, müssen wir uns so ein Totem echt zulegen. Vor allem dieses hier. Other allies cannot die. Was laberst du für ein Bullshit? Iron Staff, raus damit. Copper Shield. Copper Tower Shield. Was für ein Bullshit hebe ich echt auf, hä? Keine Gegner, keine Gegner. Noch weiter. Schnauz. Oh Gott. Auch noch ein Boss. Naja, der hat zumindest schon mal. Er hat gebrannt. So, jetzt ist er down. Aber wenn die hitten, dann gehen die Nattern echt gut ab. Was haben wir denn hier? Können wir doch gleich mal identifizieren. 26 auf Maximum Mana. Energy Shield 79. Unterbrich mich nicht, wenn ich lese.
Armor 119, Energy Shield 57, ja, die bietet halt keine Armor. Increased Energy Shield, 4 of Maximum Energy Shield. Und 10 Fire Resistance, 10 Increased Block. Ja, brauchen wir auch nicht. Ich bin eigentlich glücklich mit meiner Rüstung, so wie sie gerade ist. Hallo? Meine Fresse. Oh Gott, zu viel Gegner, weg hier. Gegen Skelette können wir es ja gut aufnehmen, aber diese Nattern hier, ey, die sind richtig nervig. Hallo? Lauf da weg! Oh, was steht da oben für ein Totem? Was kann das? Enemies are slowed. Ah, okay. Wieso steht das hier eigentlich rum? Ist ja voll kack. Voll kack. Ich hätte wieder einen Stuss heute. Wir sind hier jetzt in einer großen Höhle oder in einer großen Halle. Ja. Da hinten geht's hoch. Wo sind die denn hier? Die ziehen mir nämlich auch von der HP was ab, obwohl ich noch ein Energy Shield habe. Das finde ich nicht gut. Lass das. So. Und du auch. Ja. Droppt nix. Hier gehen wir mal lang. Ah, ich glaube, kommt Blitz durch das Energy Shield. Ja, Blitz kommt durchs. Ne, kommt es nicht. Oder? Wir gucken nochmal. Ne, Blitz kommt nicht durchs Energy Shield. Summon Skeletons, den haben wir ja schon. Den haben wir schon. Und wir sind voll, das heißt, wir verkaufen mal kurz. Auf geht's. Ab zu First Encampment, zu Jena oder Jena, je nachdem. You help us, and we help, you. Right? Yeah? Okay, yes. Alles weg damit. Haben wir noch irgendwas vergessen? Den Ring brauchen wir nicht. Den Ring brauchen wir auch nicht. 24 auf Dexterity und Intelligence. Das wäre halt mal geil. Aber ich glaube, wenn wir das machen, dann können wir... Was können wir dann nicht mehr tragen? Irgendwas können wir dann nicht mehr tragen. Achso, Lapis-Amulett. Das 28 auf Intelligence und 12% Increased Spell Damage wäre auch geil. Naja, wir machen das mal nur so. Zum Stash. Orb of Scoring. Was kann das? Removes all properties from an item. Das ist ja voll der Scheiß. Hier runter. Auch noch welche. Alter, viel zu viel Orbs hier. Spectral throws a special copy of... Achso, das hatten wir ja schon. Die waren, glaube ich, hier. Detonate. Das hier hin. Summon Skeletons. Was war das? Das war ein Support Game, oder? Nee. Wir auch schon. So. Chaos Orb. Haben wir auch schon ganz schön viele. Also das Rareste ist immer noch hier Chulus Orb. Reforges the number of sockets on an item. Das ist genau das, was wir brauchen, um zum Beispiel hier so eine Verbindung herzustellen. Ja, Orb of Chance. Upgrades a normal item to a random rarity. Alles klar. Orb of Fusing. Was haben wir hier? Borbe, bla bla bla. Brauchen wir alles nicht. Da haben wir noch was. So, das war's. Was wollte ich denn jetzt nochmal ausprobieren? Wenn wir das hier wegmachen, dann können wir... dann können wir das hier nicht mehr tragen. Das Strength 34. 30. Und das reinmachen. Ja, shit. Ne, wir müssen das hier tragen. Sonst können wir die Rüstung nicht mehr tragen. Dann kommt das ins Stash. Ich glaube hier, ja.
Sacrifice Level 32. So, auf geht's, zurück. So, hier unten haben wir alles. Das heißt, wir können eh nur noch hochgehen. Auf nach oben. Zu den Gegnern. Schwarze Skelette, ey. Das ist so rassistisch, ey. Haben die sich nichts dabei gedacht? Nix, gar nichts. Hier haben wir noch ein paar. Ah, ein Boss. Bam. Schöner Crit. Life is fleeting. Life is fleeting. Oh, hier sind auch noch Gegner. Bam. Droppt nix. Droppt auch nix. Hier waren doch noch Körbe, oder? Ja. Auch nix drin. So, dann gehen wir mal hier lang. So hält der so viel aus? Das ist doch nur so ein blauer. Ah, hier sind noch welche. Barrels. Brauchen wir nicht. Noch eine Chest. Und hier waren wir schon. Das heißt, nur noch ganz oben haben wir was. Ups, falsche Richtung. Einmal nach oben und an den Treppen wieder vorbei. Da müssen wir gleich hoch. Okay, hier gibt es auch nichts mehr. Hier so ein paar Baskets. Und hier ist ein Pot. Auch nix. So, dann ist das hier, so wie ich das sehe, der letzte Raum. Aber droppt auch nix. Okay. Halt, hier ist doch noch ein Pot. Und da sind noch Barrels. Nicht übersehen. Okay, aber geben auch nix. Ja, dann gehen wir. Stairs. Stairs. Alles klar. Einfach nur Stairs. Und das. Oha, die halten schon gut was aus. Können wir hier noch? Da können wir auch noch lang. Wir probieren mal unseren Meteoritenhagel. Aber hier hinten. Das Ding ist. So, und jetzt hier vorne. So. Du bist verwirrt, oder? Du läufst da so ein bisschen blöd durch die Gegend. Ah, wo gehen wir lang? Wo gehen wir lang? Ich weiß nicht. Wir gehen mal oben lang. Oben lang, oben lang. Dann mal so ein bisschen in die Mitte. Hä, aber wie können die jetzt drei schießen? Kame! Kame! Ha! Ha! Na, so. Life is fleeting. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Stirb. Du auch. Da müssen ein paar Skelette raus. Aha. Komm. Ja, super. Ah, geh doch raus, geh doch raus. Oder nee, erst zerstören. Erst zerstören, erst zerstören. So. What the fuck? Es laggt wieder. Ich hab's eigentlich zerstört. Aha. Okay, ja, wir haben wieder einen Desync. So, jetzt. Jetzt geht's wieder. Auch down. Auch down. Oh, da unten kommt. Da kommt ein Gegner. Da spielen, glaube ich, jetzt fangen langsam die Amerikaner an zu spielen. Hallo, du musst eigentlich. Darfst es gar nicht mehr haben. Ah, dann hat der das gemacht. Okay. K
Carved Wand nehmen wir mal mit. Das kann nix, das kann auch nix. Wieso leckt's denn eigentlich jetzt die ganze Zeit? Das ist ja total nervig. Was kann das Ding? Alice regenerate life. Okay. Weg damit. Nicht gut. Bam, bam, bam. So sieht's aus. Das war mein Wut-Kamehameha. Kame. Kame. Ha! I need more mana. Oh, dafür ist hier der Angriff ziemlich schnell. Aber ne. Ne, 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 ne. Nee. Der Angriff bringt es nicht. Kein bisschen. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. So, Leben ist wieder oben. Rein in das Getümmel. Hallo. Oh, das ist ein Boss. Oder? Nee. Das sah so aus. Weil er irgendwie größer war. Was kann das Ding? Enemies are slowed. Okay. Du kannst dich nicht so schnell bewegen. Du bist slowed. Jetzt könnt ihr euch normal bewegen. Alter, Mana 5. Ich glaube, wir müssen jetzt echt was machen gegen der Mana. Das geht sonst gar nicht klar. Lauf! Meine Fresse, da drückt man auf weglaufen und er läuft nicht weg. Oder sie läuft nicht weg. Armor Scrap, schnell. Sehr gut. So, wie sieht's denn auf der Map aus? So, hier unten. Da geht's weiter auf jeden Fall. Ich sehe auch wieder auf der Uhr. Wir sind bald am Ende der Folge. Nur noch ein, zwei Minuten. Das heißt, wir machen hier noch die Gegnertruppe platt. Und dann heißt es wieder Abschied nehmen von Path of Exile. Na, komm. Ich brauche unbedingt mehr Mana. Was ist denn das? Physical Damage. Alles klar. Den auch noch. Hier oben. Der normale Wand ist einfach so low. Aber sie treffen mich nicht. Ah, doch, jetzt. So, perfekt. Da unten ist noch einer. Oder zwei. I need more mana. Sehr gut. So. Dann schnell putt machen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge gleich wieder bei Path of Exile. Bis dann.